Wir hatten arge Befürchtungen, dass man uns zensieren wollte. Und das bewies sich dann eben auch, als man uns dieses eine Stück, was wir extra für die Tour geschrieben hatten, als man uns das verbieten wollte, da sahen wir dann kommen, dass da noch einige Verbote nachrauschen würden. Und dann haben wir gesagt, also das Stück bleibt in unserem Ermessen, ob wir spielen oder nicht, sonst fahren wir wieder. Wir haben sehr wenig gewusst über die DDR. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, irgendwo in der Zeitung, da stand was sehr Richtiges drin, dass viele von den Wessis zu der Zeit mehr über Griechenland und über Spanien und über Marokko wussten als über die DDR. Und das stimmt. Also es stand dann an, DDR spielen und ein bisschen was damit befasst. Aber im Großen und Ganzen sind wir ziemlich ins Dunkle getappt. Und haben dann auch Fehler gemacht, noch und nöcher. Beispielsweise im Vorfeld habe ich mich ungeheuer festgelegt, was wir denn machen würden, wenn was passiert. Das war völlig doof, weil wir hatten ja überhaupt keine Flexibilität mehr. Es hat viel damit zu tun, dass dieses Ding organisch gewachsen ist. Dass da eine Selbstverständlichkeit drin steckt. Und das Publikum das auch mitgekriegt hat, von einem bestimmten Punkt an, dieses Wachstums, dieses organischen Wachstums. Dass die Leute gemerkt haben, ah, da sind welche, die machen das wirklich, weil sie es machen wollen. Und dann war es natürlich, erfreulicherweise, auch nicht aller Weltszeug. Es war authentisch, es ist immer noch authentisch und es hat sich auch so vermitteln lassen. Es gibt viele Bands, die machen Sachen, die selbstverständlich sind für sie selber, aber die kriegen es nicht vermittelt. Bei uns ist das erfreulicherweise alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert und hat sich durchgehalten. Wir sind keine Eintagsfliege geblieben, sondern es ist ein richtiges Langzeitding geworden. Also wenn ich da jetzt was dazu sagen müsste, würde ich sagen, dass dieser Krach uns wirklich genutzt hat. Der war nötig, der hat irgendwie mal die Luft wieder gereinigt. Es war eine bandinterne Sache, die eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit gehört hat. Aber breit getreten wurde. Die wurde natürlich, klar, logisch. Bis dahin, was stand da, aber bei die Band, wo immer Friede, Freude, Eierkuchen herrschte, dieses sieben Zwerge, die ständig zusammenhängen, Image, war überstrapaziert, das war nicht von uns erfunden, das hat man uns so angehangen. Und dass auf einmal dann sowas los war, dann konnten viele entweder die Welt nicht mehr verstehen oder haben gesagt, oh klasse, jetzt passiert da das. Und dann stand man irgendwie sensationsgeil davor und war happy, dass man endlich was hatte. Aber das Einfachste der Welt war, es waren wirklich zweierlei Musikvorstellungen zu dem Zeitpunkt. Man wusste nicht, in welchen Weg gehen wir denn jetzt. Wir waren einfach auch verunsichert. Und dann kam das dann eben zum Ausbruch, dass ich danach eine Soloplatte gemacht habe. Das hat einfach nur damit zusammengehangen, dass dadurch auf einmal die Zeit beschlossen waren, dass wir mit Bab eine Zeit lang jetzt Pause machen und mit der Zeit konnte jeder machen, was er wollte. Also habe ich mit einigen Leuten, die bei der letzten Platte zu kurz gekommen waren, einfach mit dem Restmaterial eine Platte gemacht. Das war alles. Wir haben ein Spektrum von Themen in den Stücken, das reicht wirklich vom absoluten Nonsens bis zu sehr, sehr wichtigen, in Anführungszeichen tiefgreifenden Themen, Kristallnacht, über Liebeslieder hin, Erinnerungen aller möglicher Art, aber wir sind uns auch nicht zu schade, ab und zu mal einfach nur drauf loszublödeln. Das steckt ja alles drin, das ist ja in diesem menschlichen Erfahrungsbereich, was so ein Menschenleben ausmacht, sind ja Gott weiß wie viele verschiedene Sachen drin und dieses Spektrum sollte man schon, wie soll man sagen, sollte man an keiner Stelle irgendwo Berührungsängste entwickeln, das ist blöde, aber so der reine Politrock, das war eine absolute Sackgasse. Bands, die das gemacht haben, sind alle in der Sackgasse abgeendet, weil ja, keiner auf Dauer durchhalten. Also ich meine, ist ja kein Schwein die ganze Zeit immer gleich drauf. Es wäre genauso furchtbar wie eine Band, die die ganze Zeit nur Liebeslieder macht. Irgendwann kannst du auch nicht mehr hören, das Gesülze. Ich bin so einen ganz, ganz platten, plumpen Aufkleber, den ich mal auf dem Auto gesehen habe. Da steht drauf, wir gehen mit der Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Wir haben keine zweite. Deswegen sollte man einfach versuchen, so verantwortlich, wie es nur geht, mit der Umwelt umzugehen. Und dann muss man abrüsten, was das Zeug hält, weil das ist einfach zu viel von dem Zeug da. Und man sieht ja, wenn die entscheidenden Leute das Zeug dann noch in der Hand kriegen, dann Gnade uns Gott. Ne?